Unsere Heimat liegt an einer der wichtigsten Verkehrsachsen Europas. Bereits im Mittelalter trafen sich hier deutsche und italienische Kaufleute. Bald war Bozen eine so wichtige Handelsstadt, dass man ein innovatives Sondergericht mit deutschen und italienischen Richtern schuf, den Merkantilmagistrat. Durch diese wirtschaftsfreundliche Rechtsordnung erlebte Bozen im 17. und 18. Jahrhundert seine größte Blüte. Heute sind wir als Wirtschaftsstandort nicht mehr so innovativ. Leider. Wir ersticken in widersprüchlichen italienischen Normen und lassen uns von Rom viel zu stark bevormunden. Wenn unsere Landesregierung den rechtlichen Rahmen der Autonomie stärker nutzen und verteidigen würde, könnte sich Südtirol wieder zu einer Drehscheibe des europäischen Geschäftsverkehrs entwickeln. Als Rechtsanwalt berate ich deutsche und österreichische Unternehmen bei ihren Geschäften in Italien. Darum weiß ich, der Wirtschaftsstandort Südtirol kann und muss optimiert werden. Dazu braucht es politischen Mut. Deswegen ist es für Südtirol so wichtig, dass die Freiheitlichen bald Regierungsverantwortung tragen. Ich bitte Sie am 21. Oktober um Ihre Stimme, damit ich die Südtiroler Anliegen vertreten und unsere Heimat stärken kann.